Was geht ab, Freunde? Damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video, Freunde, werde ich euch vier Leute zeigen, die einfach komplett weggebannt wurden in Fortnite. Wenn ihr also nichts verpassen wollt, dann bleibt im heutigen Video mal wieder unbedingt bis zum Ende dran. Mein Name ist auf jeden Fall der Timon. Falls du heute neu bist und du kein einziges Video mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt gerne diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Lasst euch gerne ein Like da, falls du mehr von solchen Videos sehen willst. Und jetzt, Freunde, viel Spaß mit dem heutigen YouTube-Video. Freunde, beginnen wir auch mit dem Platz Nummer 4 und auf Platz Nummer 4 haben wir einfach den Fortnite-Streamer TFU. Viele von euch kennen sicher TFU, denn TFU war damals mit Ninja zusammen im Stream auf Twitch und dort haben sie sich irgendwie gestreitet, denn Ninja hat nämlich immer den heftigeren Fortnite-Account gehabt als TFU und TFU wollte einfach richtig heftige OG-Skins haben. Das Ganze kam dann dazu, Freunde, dass TFU sich einfach live im Stream vor den ganzen Zuschauern, vor Ninja und vor den seinen Zuschauern einfach einen OG-Account gekauft hat. Und das hat aber Epic Games direkt mitbekommen und somit wurde TFU live im Stream einfach komplett weggebannt in Fortnite. Falls ich einen Clip finden sollte, Freunde, werde ich euch jetzt hier einblenden, aber das Ganze ist wirklich zu 100% passiert. Sein Account wurde direkt gebannt, also der Account, wo es sich gekauft hat, wurde direkt gebannt. Denn, Freunde, Fortnite-Account zu kaufen ist, wie gesagt, verboten, deswegen macht es bitte nicht. Ihr könnt Wildtalk auch gebannt werden, wenn euch irgendein Spieler, wie gesagt, meldet. Und jetzt, Freunde, gehen wir auch direkt zu Platz Nummer 3 rüber. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung zu TFU in die Kommentare. Und jetzt, Freunde, let's go zu Platz Nummer 3. Kommen wir auch auf Platz Nummer 3, Freunde. Auf Platz Nummer 3 haben wir einfach Monte. Ihm ist nämlich sowas ähnliches wie TFU ungefähr passiert. Monte wollte damals einfach besondere Skins haben in der Fortnite-Hype-Zeit. Dann hat er irgendwie durch Zuschauer über eBay Fortnite-Accounts gekauft. Das Ganze natürlich Epic Games direkt wieder mitbekommen. Und somit wurde Monte komplett gebannt. Ob Monte komplett gebannt wurde in Fortnite, weiß man nicht. By the way, noch TFU wurde, glaube ich, komplett in Fortnite gebannt und war eine Zeit lang No-Skin. Das habe ich vergessen zu sagen. Habt ihr irgendwas verwechselt, nur dass ihr das wisst. Aber kommen wir zu Monte. Monte wurde damals Wildtalk auch gebannt und er konnte dann auch kein Fortnite mehr spielen. Ob wieder komplett gebannt wurde, weiß man nicht genau. Aber ich zeige euch hier nochmal kurz einen Clip, wo ihr das Ganze nochmal kurz anschauen könnt. Wie ihr gesehen habt, bin ich in Fortnite gebannt worden. Und bevor jetzt irgendwelche Leute sagen, oh, bla bla bla, mir war es von Anfang an klar, dass ich gebannt werden kann. Und das ist jetzt auch kein Beschwerde- oder Hate-Video an Epic Games. Freunde, jetzt kommen wir auch schon so auf Platz Nummer 2 und auf Platz Nummer 2 haben wir einfach den ehemaligen Pro-Gamer und FaZe-Clan-Member Jarvis. Jarvis war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Pro-Gamer und er war auch im FaZe-Clan, war sogar auch Member, also war einfach im FaZe-Clan drin. Er war in Wildtalk sehr, sehr heftiger Pro-Gamer in Fortnite. Doch damals hatte er, wie gesagt, eine sehr, sehr dumme Idee gehabt, denn er hat damals einfach Aimbot in Fortnite benutzt und das Ganze in ein YouTube-Video gepackt. This is the moment you've been waiting for. I'm gonna restart my game and I'm gonna have aimbot. You will see. Trust me, you will see. I don't miss a shot. Yeah, they've given me aimbot. Oh! Oh! I'm gonna be inside of the game for once. What? Where is he? Das Ganze, Freunde, hat auf jeden Fall Epic Games ganz, ganz schön mitbekommen und somit wurde Jarvis einfach damals komplett weggebannt von Fortnite und er darf auch nie wieder Fortnite spielen. Somit war seine Fortnite-Karriere auch direkt vorbei und er war auch direkt aus dem FaZe-Clan draußen, denn er darf Fortnite, wie gesagt, nie wieder spielen. Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare und ob ihr ihn noch kanntet. Auf dem Platz Nummer 1, Freunde, haben wir einfach Nikeboy. Viele von euch müssen ihn sicher noch kennen, ich zeige euch gleich nochmal einen Clip, wie er damals ausgesehen hat. Denn er hat damals ganz normal gestreamt und war nämlich richtig krass in Fortnite und er wurde damals einfach komplett rausgekickt aus der Runde. Nikeboy selber dachte nur, er wurde gekickt, aber er wurde damals einfach permanent von Fortnite gebannt. Viele haben vermutet, es war nur ein Fehler von Fortnite, doch genau selber weiß man es nicht, ob es nur ein Fehler war. Doch Nikeboy wurde natürlich nach gewisser Zeit wieder entbannt von Fortnite. Schaut einfach selber kurz bei dem Clip, wo ich jetzt kurz einblenden werde. Viel Spaß. Lol. Sieht aus wie eine Superheldin irgendwie. Jetzt wurde ich gekickt. Nee, nicht wieder. Ich wurde gebannt! Wieder. Ich wurde gebannt! Nein! What? You have been permanently banned due to cheating. Ich wurde gebannt für Hacking.